angefangen, habe ich eigentlich schon früh geschmissen mit dem Langlaufen. Hat mir damals schon recht gut getan. Und war eigentlich gleich einmal, wo ich in die Hauptschule gekommen bin, die Entscheidung, dass du ein bisschen mehr trainierst und mehr zukunftsorientierter denkst. Und da sind wir dann zum Skiclub Kitzbühel gewechselt. Mit dem Toni haben wir da sehr viel trainiert, die ganzen Jahre. Nach der Hauptschule, nach der vierten, ist der Entschluss gekommen, dass ich ins Skigymnasium so fallen um mich gehe. Dann erst 2011 ist die Flunger Sandra, die Trainerin von drüben, zu mir hergekommen und hat gefragt, wie es ausschaut, ob wir es einmal mit Biathlon probieren. Sie ist unheimlich ehrgeizig, das war es auch schon. Und das mit dem Schießen, dass sie als Quereinsteigerin so schnell so gut schießt, das ist eine Gabe. Also das kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so trainieren, sondern das ist einfach, sie hat das einfach, vielleicht ist da ein bisschen von, der Papa ist ja ein Jäger, also vielleicht ist das einfach ein bisschen in der Familie, die Schießgene. Ja, ich sag mal, vor allem am Anfang an, im ersten Jahr, war es für mich sehr überraschend, dass ich da schon als Jugendläuferin zwei Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Finnland oben geholt habe. Und natürlich dann die Heimweltmeisterschaft in Obertillerch, war besonders schön mit den ganzen Fans und Verwandten und Bekannten, die zugeschaut haben, einfach vor heimischer Kulisse zu laufen. Und dann natürlich das letzte Jahr in Amerika drüben. Ist zwar am Anfang nicht so gut gelaufen für mich, aber ich habe es dann doch noch mal gezeigt, dass ich vorne dabei bin. Es sind unheimlich viele kleine Zahnradl, die da zusammenspielen müssen. Und von Elternhaus, von Verein, von Athlet. Und ich denke bei der Lisa auf 2017, also da kann es noch ganz nach oben gehen. Und ich glaube, dass der Zenit sicher noch nicht erreicht ist bei der Lisa.